Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche allen Zuschauern und Abonnenten und allen allgemein ein gesundes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, wie man so schön sagt. Ich hoffe aber, ihr seid nicht ausgerutscht. Ja, und heute, wie ihr gerade gesehen habt, gibt es Züge zu sehen, die ihr so auf meiner Anlage noch nicht gesehen habt oder in anderen Varianten. Also bleibt dran, es wird spannend. Zu diesen Kompositionen gehört dieser wunderschöne EC, der Eurocity mit Doppeltraktion 218. Besitze ich alles schon länger. Aber fahrbar erst seit kurzem durch gewisse Umbaumaßnahmen, die ich vorgenommen habe. Ja, die zweite mitlaufende 218er, die etwas älter gealterte, die habe ich schon sehr lange, konnte ich aber so nicht einsetzen. Ihr seht die 218 bei mir erst auf der Anlage mit der führenden Lok. Mit der Vorspannlok. Das hat den Grund, dass das eine neue Variante ist, die einfach mit Plugs 12 zu digitalisieren war. Und die zweite Lok war so alt, dass man hätte ja, die Platine umbauen oder tauschen müssen. Das habe ich nicht gemacht. Viele Jahre. Deswegen war die schön gealterte 218 bei mir die ganze Zeit im Regal und konnte nur auf Großvaters Anlage früher immer laufen, weil der analog fährt. Bei mir eben leider nicht. Und vor kurzem, ich glaube vor einem Jahr, ist diese 218, die blaue, ich weiß gar nicht, was da genau draufsteht, müssen wir gleich mal schauen, diese sogenannte Express-Lok da rausgekommen, also eine Tillig-Startlok. Und die hat natürlich denselben modernen Unterbau. Und da dachte ich mir, hey, das passt doch super zusammen. Baust du sie mal um. So, und die zwei haben jetzt dieselben Eigenschaften drunter und fahren auch super genial zusammen. Ich fahre mit Z21. Ich habe sie jetzt noch nicht als Doppeltraktion programmiert. Fahren aber auch so perfekt zusammen. Und ziehen hier diesen wunderschönen Eurocity der ÖBB, den ich auch schon etwas länger habe. Meiner alten Anlage habe ich den auch mal fahren lassen. Da ging das und jetzt, seitdem ich die Neubaustrecke habe, geht auch sowas echt super wunderbar. Der Zug ist länger als die im letzten Video gezeigten Fallens- und FACCNS-Wagen, rollt hier wunderbar durch. Lassen ihn weiterlaufen. Da ist die analoge 218 TT Express, heißt sie. Das war das gute Stück, was da früher drunter war. Und man musste hier innen das tauschen. Fehlt hier noch von der analogen die eine Seite, die kullert noch irgendwo rum. Bei der neueren Variante ist weniger Platz. Das heißt, die Lichtleiter, die hier drinne sind, sind noch schmaler angesetzt und der Führerstand ist vom Fahrwerk aus dargestellt und nicht vom Gehäuse wie hier bei der alten Variante. Ja, die Lok wird in Zukunft so rumfahren. Bei mir oder woanders, das weiß ich noch nicht.
Schön ist sie nicht, aber sie hat das neue Fahrwerk drunter gehabt. Und ja, deswegen mal schauen, was ich damit mache. Vielleicht gibt es noch ein anderes Gehäuse, was ich für die verwenden kann. Sie ist auf alle Fälle nur analog fahrbar. Deswegen ist sie jetzt hier. Und die 218, das habe ich mir mal zu Weihnachten eben die Muße gemacht, umzubauen. Und deswegen gibt es jetzt Doppeltraktion 218, was vorher nicht so möglich war. Und diese Südthüringenbahn Doppeltraktion habe ich euch, die jetzt hier ins Bild fährt, so noch nicht gezeigt. Mittlerweile ist der Bahnübergang zu 85% fertig. Es fehlen noch Details, ein kleines Häuslein, was zu bauen ist. Elektronisches So, jetzt kommt das nächste schöne Stück. Wir sind in Blankenhain, ja, Blankenheim, nicht Hain. In Blankenheim, wir sind ein Dieselparadies. Und jetzt kommt was Ausländisches. Habe ich so schon mal in Videos gezeigt, aber in der Zugkombination nicht. Einmal zuletzt ganz kurz bei den Neuvorstellungen. Finde den Zug aber einfach schön. Jetzt ist ja der neue Y Packwagen dazugekommen, vor kurzem vorgestellt und jetzt als wunderschöne Kombination. Dieser tschechische Nahverkehrszug. Auch die GD hat bei mir Platz. Im grenzüberschreitenden Verkehr mit ihren Taucherbrillen, mit der 754. Natürlich hält sie auch in Blankenheim. So,
ich kann nicht mehr sprechen und Heim und Hein nicht unterscheiden, aber das ist egal. Trotz meines Sprachkaspers bekommt 754 jetzt Ausfahrt. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwo eine Pfeife gibt. Nee, das war's Kuppeln. Ah, so wollten wir das. So, ich nehme euch mit auf die Reise, um dass ich euch mal etwas im Detail meine letzten Basteleien zeige. Mit Zugbetrieb, wie angesprochen, der Bahnübergang 85% fertig. Und auf der Blankenheimer Kehre geht es zurück. Ja, der Bahnübergang, das soll Beton sein, wie ihr wisst oder versteht. Und habe da ein bisschen rumgedoktert mit den Farben. Dieses Beige, Braun, Grau, das ist nur das, was mir am realistischsten erschien. In der Mitte liegen Juvela-Platten, die ich nochmal farblich mit einem Gummi abgetrennt habe. An dieser Stelle hier oder an dieser Stelle wird noch ein elektronisches Schrankenwärterhäuschen entstehen. Das gibt es auch schon als Kartonbausatz. Das ist derselbe Bausatz, nicht derselbe, aber von der gleichen Firma wie das Bereichsstellwerkshäuschen, was das eigentliche Stellwerk abgelöst hat und daneben aufgebaut worden ist von der Netz AG. Auch habe ich hier schon etwas angefangen, Kabelschächte zu verlegen. Das wird sich in alle Bereiche ausbreiten, ausweiten. Das habe ich ja in einem Post schon mal gezeigt. Und unsere Taucherbrille fährt nun weiter. Und mit den Augen bleiben wir auf diesem Stellwerk stehen. Auch ein Kartonbausatz, den ich schon länger hier stehen habe. Ihr seht ihn immer wieder in den Videos. Jetzt aber das erste Mal richtig platziert. Und auch soweit positioniert, mit Löchern versehen, dass das Ganze mit Licht versehen werden kann. Auch hier mit Umrahmungen, damit das Ganze beleuchtet werden kann. Ich werde mich thementechnisch so bewegen, dass es genau in der Übergangsphase zwischen den Zweien ist. Auch die Netz AG hat hier schon einen Nachnutzer gefunden für das ehemalige Stellwerk. Und zwar wird der Blankenheimer TT-Verein hier einziehen. Na logisch, was denn sonst auf einer TT-Anlage. Ja, und jetzt kommen wir kurz zu einem Unboxing, bevor wir mit dem Highlight, dazu gehört diese 52er, weitermachen. Und dieser Hilfszug, denn wir brauchen die 294 vom Hilfszug. Es gibt ja oder gab einige oder einen mal, der hat sich auf der Rampe hier hoch auf die Blankenheimer Kehrschleife Wende hat er sich einen Nachschubbetrieb gewünscht, derjenige, und den werden wir heute umsetzen. Wir werden eine Plandampfveranstaltung nachstellen. Bitte seht es mir nach, wenn das nicht extremst professionell da ist, da ich hier nur etwas hemdsärmlich mit Multimäusen fahre.
noch. Das kommt alles, aber ich bin kein Mensch, der den ganzen Tag nur am Programmieren ist oder am Modellbahn basteln, sondern das zieht sich alles, ihr wisst das selber. Und deswegen findet das bei mir etwas hemdsärmlich mit zwei Multimäusen statt. Oder besser gesagt, ich vermute, ich werde einmal mit dem Handy und einmal mit der Multimaus fahren, damit ich die beiden Loks getrennt voneinander programmieren kann. Das ist eine 52er gealtert von einem Vereinskollegen, die werde ich gleich nochmal vorstellen. Jetzt geht es zum Unboxing-Video und danach geht es weiter mit dem Plandampf-Sonderzug. Bis gleich. Was soll ich sagen? Und schon wieder Neuheiten. Ihr wisst, wie das geht. Ja, zu Weihnachten oder um die Weihnachtszeit belohnt man sich für das ganze anstrengende Jahr, so nenne ich es jetzt einfach mal. Nicht wird man nicht überschüttet, man beschenkt sich selber. Die meisten von euch machen das vermutlich auch. Deswegen, auch wenn es dann irgendwann mal nervt, aber ich wollte mit euch Neuheiten teilen. Ja, heute bin ich schlecht im Öffnen. Ich wollte mit euch Neuheiten teilen, die der ein oder andere vielleicht so noch nicht hat, die ich ganz gut fand und finde, nicht fand, finde. Und ja, das hat nur bedingt was mit der Modellbahn zu tun, fand ich aber super und werde ich bei mir installieren. Habe ich vor kurzem auf eBay gefunden und ich finde es erwähnenswert, weil es eine schöne Sache ist. Jetzt kann der ein oder andere sagen, kannst du dir selber bauen, das stimmt, aber ich habe keinen 3D-Drucker. Und zwar sind das sogar zwei davon, so war das gar nicht geplant. Kostenlose B-Ware. Okay, cool. Dankeschön. Da erwähne ich doch dann gerne mal Mandau 3D-Druck. Der macht das nämlich für faire Preise und die Plastik ist ja wirklich sehr hochwertig, wie man hier sieht, und recht stabil. Das ist eine Halterung für die Z21. Die habe ich mir gegönnt. Und das andere, was hier dann anscheinend doppelt verpackt ist, weil ich habe nämlich zwei bestellt für meine zwei Multimäuse, jawohl, halte ich doch gerne mal hier rein, über eBay bestellt. Und zwar recht rudimentär, aber eben passend. Und ich musste mir nichts Neues aussuchen. Jetzt kann ich doch kurz mal meine eine Multimaus holen. Die eine ist schwarz, die andere ist rot. Und diese Halterung werde ich an meinem Stellpult installieren, weil momentan packe ich die Multimäuse immer irgendwo hin und fange dann an zu suchen. Sitzt wie angegossen. Geil. Gefällt mir. Die habe ich jetzt mal hier abgezogen vom Kabel. Ja, man kann es hier hinten auch simpel mit einer Schraube machen, fand ich aber immer persönlich blöd. Habe ich mit dem Router von der Z21, und wenn ich einmal gegen die Schaltzentrale donner, dann ist es mir nicht das erste Mal passiert, dass der WLAN-Router abraucht, und deswegen fand ich das so eine ganz spannende und coole Lösung. Also mal was anderes von der Modellbahn habe ich von hier. Kostet nicht viel. Ich glaube, so eine Halterung unter 20 €, wenn ich das im Kopf habe, ist ein fairer Preis. Könnt ihr mal reinschauen bei eBay oder wie hier mandau3d.de. Also gibt auch eine eigene Webseite. Schaut mal rein. Ist keine Werbung. In dem Sinne, ich bekomme dafür kein Geld. Ich wusste auch nicht, dass es hier kostenlose B-Ware gibt. Jetzt kann der ein oder andere Vereinskollege kann schon happy sein, kriegt er nämlich geschenkt,
weiß gar nicht, warum das B-Ware sein soll. Z21. Ah, deswegen. Naja. Ja, okay, das sieht natürlich finished aus. Okay, verstehe ich, aber sage ich Dankeschön an den edlen Spender, den Herrn Mandau. So, und nun zum eigentlichen. Nicht zum eigentlichen, zum zweiten Paket. Das andere war natürlich für mich auch spannend. Schon länger vorbestellt, jetzt geliefert. Natürlich, wie immer, dann, wenn man eh schon lauter Zusatzpakete um Weihnachten bestellt, kommt das Zeug und es kommt das. Ta-ta-da-da. Ich habe dieses Jahr... Vorsicht, ich kippe euch etwas. Ich habe dieses Jahr, darunter verbirgt sich auch noch was, aber das ist das Spannende. Ich habe dieses Jahr meinen ICE 1 verkauft. Er war im 90er Jahre Design. Er war tatsächlich komplett. Ich war einer derjenigen, der einen kompletten ICE 1 hatte. Jetzt sagt man, bist du bekloppt? Im Nachgang, ja, ich war bekloppt, weil das Ding ist auch viel zu günstig weggegangen, wirklich viel zu günstig. Gerade mal so über 200 Euro für einen 14-teiligen ICE 1, den es so nicht mehr gibt. Und das hat mich geärgert. Was mich aber an dem ICE 1, der fahrfähig war, am meisten gestört hat, die Kontakte, die ja wie bei der zum Beispiel BR52 von Tillich mit diesem Brückenstecker, mit dieser Schiene ausgeführt werden. Wie soll man das, mit dieser Halbrundklaue und dann dem geraden Teil, diese Verbindung. Das war extrem störanfällig, was Strom angeht. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, da kann man Stromversorgung nachrüsten und so weiter. Ja, das stimmt alles. Aber ich konnte ihn ja auch nicht digitalisieren oder es wäre mit Mehraufwand verbunden gewesen. Auf meiner jetzigen Anlage kann ich ihn sowieso nicht fahren lassen. Und ja, deswegen das gute Stück. Die anderen Sets sind dann auch nachbestellt oder auch schon bestellt. Das öffnet man also so. Ja, gehört nun mal in die moderne Bahn und wenn es dann, wie ich davon immer rede, wenn es dann irgendwann doch mal, irgendwo ist er zugeklebt, na klar, zur modernen Bahn gehört das Ding dazu. So, und das andere, was mir an meinem alten ICE 1 immer so ein bisschen genervt hat. Er hat die alten DB-Kekse gehabt und die eigentlich schicke, aber für mich nicht ganz passende Farbgebung mit dem roten und violetten Zierstreifen. So, jetzt seht ihr hier diese... So, ne, die sahen anders aus, sehe ich jetzt gerade. Interessant ist, dass es auf dem Bild, ich löse das nochmal, das sind so Tillich-Sachen wie die 143er mit der Farbbedruckung. Der Zug, ich sehe, dass das eine Variante mit Schweizer Panto ist. Auf dem Bild sieht man das recht deutlich. Schaut mal, hier vorne ist nämlich noch ein Panto, das ist... Also eine Schweiz-Variante, dieser Zug, der 401-585, wäre ja eigentlich nicht das Problem, den hier noch anzubringen, aber nun gut, ich will mich mal nicht komplett beschweren. Auch ist er bis vorne grün durchgezogen.
Hier auch. Auf dem Bild ist er ja nicht ganz so okay, weil er wahrscheinlich auf dem Bild eine neue Bugklappe bekommen hat, so wie das aussieht. Witzig ist auch, dass das Rot dort nicht durchgehend ist. Wer weiß, welcher Praktikant das gepinselt hat. Nicht ganz wie im Original, aber nun gut. Aber die Lackierung ist wieder wirklich gut. In dem Punkt, ich hoffe, er fährt auch dementsprechend. Rosenheim, der Wagen ist schön ausgeführt. Ja, auch von mir so eine Dummheit, den ECE1 überhaupt abzugeben. Auch schön, die Notfenster sind hier wunderbar dargestellt. Ja, lassen wir ihn gleich mal fahren. Ich muss ihn digital zurüsten. Das wird noch einen Moment dauern. Bei euch im Video geht es dann gleich weiter. Kurz zeige ich euch noch, was ich hier noch so habe. Also das gute Teil ist jetzt vor kurzem zur Auslieferung gekommen. Ich habe es jetzt schon immer überall gesehen und habe mich gewundert, warum ich den eigentlich nicht bekommen habe. Aber jetzt, heute, am 30.12. habe ich ihn bekommen. Hier noch was. Ein U-Boot. Ich wollte eigentlich schon lange ein Pigo-U-Boot. Die gibt es ja jetzt, ich glaube, das ist eine Neuheit mit einer anderen Nummer. Leider keine Kramer-Mütze. Aber nun gut. Ich fand die Pico-U-Boote schon immer schick. Sie haben einen großen Vorteil. Und zwar den Pico-Sound, den es im Moment nicht zu bestellen gibt. Auch immer gut. Und deswegen habe ich mir das Teil geholt. Fand den schon immer schön. Vor allem Führerstand und so weiter lackiert. Das mache ich ja eigentlich bei all meinen Loks. Also ich habe mal keine Lust und Laune. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich noch diverse Neuheiten, die ich euch gar nicht gezeigt habe. Da habe ich Videos gemacht, die ich nicht veröffentlicht habe, weil ich mich dann doch anders entschieden habe, anders zu filmen. Und hier ist das schöne U-Boot, kriegt natürlich noch die Kühnkupplungen. Ja, farblich sehr schick, optisch auch wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie sie fährt. Ich habe die Variante gewählt, weil die Verkehrsroute, die ich habe von Tillich, die hat eine Kramermütze, also passt das auch ganz gut. Und im Moment hat es wieder so gut wie keine, egal wo du schaust, ist ja immer so. Wenn man dann sich entscheidet, das ein oder andere Modell dann doch noch dazu zu holen, dann sind sie immer nicht verfügbar, egal auf eBay oder wo auch immer. Das war jetzt die Neuheit, 219-141-9. U-Boote kann man nie genug haben. Das habe ich ja mal in einem meiner letzten Videos erwähnt. Bin an der Mitte-Deutschland-Verbindung aufgewachsen, groß geworden. Und das war ja nun mal eine U-Boot-Gegend, eine Bastion. Ja, hier noch für mich, für weiteren Streckenbau, nichts Besonderes. Flexgleis. So, jetzt werde ich digitalisieren. Dann gibt es ein bisschen Zugbetrieb. Und dann werde ich euch noch zeigen, was ich so die letzten Tage nach dem letzten Video weitergebastelt habe. Ich würde sagen, bis gleich. So, zurück. Ja, da ist das gute Stück gealtert. Für einen Vereinskollegen repariert, wie im ersten Video, wo ich meine Stimme gezeigt habe, erzählt. Da lag sie noch auf dem Tisch. Jetzt ist sie wieder funktionsfähig. Gealtert aus diversen Gründen. Einmal mag ich auch Alterungen, wie der ein oder andere von euch auch. Aber ist ja nicht meine Lok. Aber zum anderen
Und das kennt vielleicht der ein oder andere bei der 52er. Der Wangentender ist ja metallisch. Und da hinten hat es diesen Gummikranz drauf. Und manchmal geht das nicht so ohne weiteres runter. Und da entstehen Kratzer. Nämlich genau hier in dem Bereich. Vorne an den Ecken. Und ja, da habe ich dementsprechend gealtert. Ich verwende zum Altern, jeder macht das anders, aber ein ehemaliger Vereinskollege, der das fast perfektioniert hat mit Detailliertheit und so weiter, Olaf, einen lieben Gruß, wenn du das hörst, und der hat mich mal auf diese Farben hier gebracht. Watering Effects, das ist so eine Art Farbe, die erst flüssig ist und dann zu einer Art Pulver vertrocknet, und dann kann man sie mit dem Pinsel so weit bearbeiten, wie der Alterungsgrad gewünscht ist, und die ist auch so ist so fließtechnisch unterwegs, wie soll ich das sagen, sie ist von sie kraucht in jede Ecke. Das ist eben der Vorteil daran. Das heißt, es sieht dann nicht plastisch aus, sondern realistisch, weil es halt in jede Ecke geht. Man muss sehr dosiert vorgehen mit diesen Farben. Ich habe da noch andere davon. Das ist von den Amis, die bekanntlich, oder mir persönlich, meiner Meinung nach mit die besten Alterungseffekte erzielen. Und ich war nun mal jemand, der wollte das nicht mit Airbrush machen. Und da gab es für mich diese Empfehlung vom lieben Olaf, einem ehemaligen Vereinskollegen, nicht, dass wir uns heute nicht mehr lieb haben, aber ich bin nicht mehr in dem Verein, wo der Olaf ist, und deswegen bin immer noch verbunden, auch im Herzen verbunden mit diesem Verein, und ja, habe auch immer noch Kontakt mit den ganzen lieben Leuten dort, aber bin nicht mehr im Verein und deswegen ehemaliger Kollege. So, darum soll es aber nicht gehen. Jetzt soll es um die 52er des jetzigen Vereinskollegen gehen, in dem Verein, wo ich jetzt bin. Und dann lassen wir sie doch mal laufen, die gute. Sie fährt sehr gut, eine der ersten Varianten. Eben, es gab Probleme mit der Stromaufnahme, sie ist nicht mehr gefahren, deswegen ist sie zu mir gekommen. Sie fährt witzigerweise durch den ganz arg heiklen Teil bei mir, nämlich das Museums BW oder ja, Museums, weiß nicht, ob man dazu BW sagen darf, zu diesem kleinen Abstellbereich. So, das seht ihr mir runtergefallen, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, ich habe euch rausgeschnitten beim nach hinten ziehen. Ich habe hier neues Licht und die Halterung für meine Kamera ist beim neuen Licht noch bescheiden. Ich muss also immer festhalten, und wenn ich drehe, ist das Ganze eine sehr wackelige Angelegenheit. Deswegen seid ihr mir gerade abgeraucht. Leider heute nicht zum ersten Mal, dass mir die Kamera abgeraucht ist, aber nun gut. Sie hat es bis jetzt überlebt. Ich hoffe, sie überlebt es weiterhin. So. Die 52er wird die ganzen EA-Wagen hier vorne aufnehmen, wenn sie über diesen Gneisabschnitt kommt, der hier ein sehr hohes Spaltmaß hat, was ich definitiv noch angehen werde, weil es einfach wahnsinnig problematisch ist. Ein Versatz in der Seite und in der Höhe und dann diese Welle noch drinne. Geschoben, Tender voraus, kommt sie hier rückwärts ins B rein. Das geht, aber rauswärts ist ein Problem. Ihr seht, das Fahrwerk bleibt stecken durch den Höhenunterschied. Ja, nichts ist perfekt. So ist das nun mal. So, die 52er wird sich ihren Zug selber zusammenrangieren. Vielleicht mal noch erwähnt,
Ich habe wenig Rangierszenen in meinem kleinen, feinen Rangierbahnhof bis jetzt gezeigt. Aus folgendem Grund, dass die Gleise und Weichen teilweise etwas zu sehr oxidiert waren und ich da immer wieder stromlose Abschnitte drin hatte. So, der gesamte Verband ist am Wagen. Oh Gott, heute habe ich wirklich Sprachkasper. Der gesamte Verband ist am Zug, an der Lok. So sieht das aus. Die Wagen stehen hier schon etwas länger rum. Sie rollen gut. Oh, jetzt habe ich hier etwas das Licht verändert. Und so wird sich die 52er zur Ausfahrt begeben. Tatsächlich schafft sie den Zug auch so nicht. Wie ihr seht, ist hier schon schwierig. Die Haftreifen sind etwas veraltet. Da sind schon neue bestellt, damit der Kollege dann auch richtig fahren kann, wobei ich glaube, er ist ein Flachbahner. Da ist das nicht ganz so dramatisch. Ja, jetzt wird die 294 dazukommen. Sie wird ihren Hilfszug hier hinten im Depot abstellen oder im Stumpfgleis abstellen. Und nicht im Depot, sondern hier hinten im Stumpfgleis, was Zugang zum Bahnhofsgebäude hat. Und dann wird sie an den EA-Wagenzug ankoppeln, als Schublok. Unsere gute 294 setzt sich in Bewegung. Ja, da stehen normalerweise Signale und deswegen hat sie da jetzt gestoppt. So, 294 hat abgekuppelt und setzt um, um an den Zug zu drücken. Wir müssen die doppelte Kreuzungsweiche stellen, damit 294 an den Zug drücken kann. Der Verband ist komplett, wünscht mir Glück, dass das klappt. Die 52er steht schon etwas drüber hinaus. Das sieht gut aus. Mit Nachschub
die Rampe hinauf. Hätte die 52er sonst nicht geschafft. Ja, das ist unser Plandampfzug. Wir verfolgen ihn jetzt noch, bis er in den Tunnel ist. Und dann war es das auch mit dem heutigen Video. Heiko, das ist deine 52er. In voller Pracht. Analog digital gefahren mit zwei Multimäusen. Bedarf etwas Fingerspitzengefühl, aber geht. Und wir verfolgen den Zug jetzt händisch. Und mit dem durch Blankenheim rollenden EC mit Doppeltraktion 218 sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2023. Wir sehen uns bald wieder. Und ciao zusammen.